Durch RTL Samstagnacht wurde er berühmt, zuletzt war er bei LOL Last ohne Lauking zu sehen. Jetzt ist Mirko Nonchev tot. Der Comedian wurde nur 52 Jahre alt. Die Familie hatte tagelang nichts von ihm gehört. Die Feuerwehr fand ihn tot in seiner Wohnung. Der Comedian Mirko Nonchev ist im Alter von nur 52 Jahren gestorben. In den 90er Jahren war er durch die Show RTL Samstagnacht berühmt geworden. Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit, sagte sein Manager Bertram Riedel der Bild-Zeitung. Die Polizei bestätigte Focus Online, man sei am Freitag gegen 16 Uhr alarmiert worden. Daraufhin habe man einen toten 52-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, um zu klären, wieso Nonchev starb. Bericht über Klinikaufenthalt. Laut Bild-Zeitung liegen unter Berufung auf Informationen aus Polizeikreisen keine Anzeichen für einen Suizid oder ein Fremdeinwirken vor. Die Zeitung deutet einen Zusammenhang mit einer Krankheit an, von der die Öffentlichkeit nichts wusste. Zuletzt soll sich Nonchev in einer Klinik befunden haben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hatte sich die Familie Sorgen gemacht, weil sie seit Tagen nichts mehr vom Star-Comedian gehört hatte, der alleine in Berlin wohnte. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus. Mirko Nonchev stirbt kurz vor 10. Geburtstag seiner Tochter. Wie t-online.de schreibt, hinterlässt Nonchev drei Töchter. Mit seiner Ex-Ehefrau Melanie bekam er in den 90ern Tochter Chaene. Dazu kam Stieftochter Alina. Und vor knapp 10 Jahren bekam er mit der Maskenbildnerin Monique Vibredo ein Töchterchen. Geburtstag: 14. Dezember 2011. Das Mädchen wird also in wenigen Tagen 10 Jahre alt. Ihr Vater wird ihn nicht mehr erleben. Nonchev war erst vor kurzem Teil der neuen Erfolgsshow LOL Last ohne Lauking mit Bully Herbig. In der dritten Staffel, die im Frühjahr 2022 gezeigt werden soll, ist Nonchev noch vertreten, die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. . 1993 war Nonchev Mitgründer der Comedy-Sendung RTL Samstagnacht. Zuvor hatte er Hugo Egon Balder mit seinen Talenten auf sich aufmerksam gemacht. Die Sendung lief bis 1998. Hugo Egon Balder zum Tod von Mirko Nonchev. Fassungslos, unendlich traurig und jetzt einfach nur still. Eben jener Hugo Egon Balder äußerte sich nun auch zum überraschenden Tod des Comedians. Mirko war der Erste, der von Jacki und mir als Produzenten von RTL Samstagnacht ins Team geholt wurde. Ich bin fassungslos,
unendlich traurig und jetzt einfach nur still, schrieb Balder auf Instagram. Auch Stefan Jürgens, ebenfalls Gründungsmitglied von RTL Samstagnacht, äußerte sich entsetzt. Ach mein Junge, das tut mir so leid. Hab eine gute Reise, Mirko. Das erste Mal, dass ich nicht über dich lachen kann. Bürger Lars Dietrich schrieb auf Facebook: Es ist einfach nur unfassbar, schockierend und traurig. Das erste Mal, dass ich nicht über dich lachen kann. Gut wie Beatbox-Sensation Freddy JAY Anführungszeichen. Tommy Krabbeis, der von 1995 bis 1998 gemeinsam mit Nonchef bei RTL Samstagnacht, reagierte auf Twitter traurig. Gute Reise, Mirko. Marke eben Lauk. Dazu zitierte er wie galt Boning. Einmal pro Sendung zeigte Gott auf Mirko und sprach: Du seist nun für 3 Minuten der lustigste Mensch der Welt. Der Twitter-Account von ProSieben zeigte sich zutiefst erschüttert, rieb Mirko Nonchef. 2001 erhielt er eine eigene Sendung Mirkomania, in der er mit Janine Kunze auftrat. Auch in mehreren Kinofilmen war Nonchef zu sehen, etwa in den 7 Zwerge-Filmen mit Otto Walkes oder Ottos Eleven. Auch ein Auftritt im Tatort steht in seiner Vita. Er erhielt unter anderem einen Bambi, 1994, den Bayerischen Fernsehpreis, 1994, und den Deutschen Comedypreis, 2005.